So Leute, ein bisschen dunkel jetzt, wir kriegen ein bisschen Licht für Jana. Wir sind wieder on Tour, Dominik muss aber gerade ein bisschen aufpassen, dass kein Auto kommt oder so. Ich muss das Licht ausmachen. Ja, ansonsten muss ich jetzt erstmal hier kurz warten. Ja, Dominik guckt und wir sehen uns dann gleich drinnen. Es wäre Licht. Wir sehen uns auch mal wieder. Aber wir können ja ein bisschen heller machen. So ist der nicht. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Scheiße. Jana? Müssen wir da wieder raus? Okay. Hier wurden Brötchen gebacken. Ah, wir sind in der alten Bäckerei. Genau. Das hat meine Rani gesagt. Aua. Oh, shit. Ja. Wir sehen uns dann hoffentlich gleich drinnen wieder. Bis gleich! Ein Kicker hier. Die eigene Bäckerei hatte sogar ihre eigene Grube gehabt. Wo sind wir hier? Achso. Wir sind einfach aus dem Bild. Ah, hier gehen wir. Jetzt sind wir schon mal runter. Hier geht's hoch. Wo ist Norm? Ah, da. Ladies, ja. Ladies first. Ich will da erstmal rein. Achso, da geht's irgendwie hoch. Boah, hier hat's auch schon mal gebrannt. Oh, die Krippenstufe ist kaputt. Da muss man aufpassen. Ich glaube, da brauchen wir da Autos und so drauf. Ja. Ja, hier ist irgendwie so ein Bad. Alter, kiek da mal hier. Alles komplett voller Gummistiefel, ne? Ist hier, wie ist hier? Ist auf Cherry, weißt du? Guck mal. Hier haben sie die Feuerwehr, die haben sich ausgezogen. Ah, ja. Total verspart. Ah, ja, schauen wir mal. Macht Sinn, ne? Willkommen zurück. Oh, Auto. Oh, was haben sie denn hier gelagert? Die Geldbündel oder was? Das waren die 100 Millionen. Die Reichsmarkscheine. Ja, hier hat schon wieder irgendwie ein Auto auseinandergenommen. Ist ja logisch. Das ist nicht mehr so. Oh, shit. Hier liegt vor allen Dingen LKW-Radkasten. Krass. Weißt du, was die Dinger kosten? Aber das war doch nicht alles hier, oder? Ach du Scheiße! Ja moin. Da hat mal jemand die Fahrrad gekostet, aber das ist. Wir sind noch von der. Ja. Kommt mit einem Ein Outdoor-Fahrrad, auf jeden Fall. Warte. Ist ja mal alt. Oh, hier kommt man raus. Alter, die, sind, die ganzen Gummistiefel sind nur alle eingeschweißt. Die sind komplett nie nachher neu verpackt. Wa? Kannst du mitnehmen und dann. Gummistiefel. Die hätten wir vorne gebraucht, Jana. Ja, letzte Nacht wenigstens trockene Füße gehabt. Ja, schon fast wieder trocken. Du wirst schon fast wieder trocken, aber du hättest deine Schuhe jetzt nicht wegschmeißen müssen. Ach, ich oh, Auto. Ah, krass, ne? Die Tische und Co. Die Bakterien, glaube ich, nicht so schnell durch die Socken durch. Aber das ist so eine alte Werkbank. Was hat denn das mit einer Bäckerei? Ah, Kiegel. Guck mal, da ist sogar ein Bäcker. Ja, geil. Cool. Das sieht doch aus wie ein Fallout-Boy. Auto. Wollte ich gerade sagen, hier das vorne muss ein Verkaufsraum gewesen sein. Was ist das? Ist eine Verkaufstheke hier, wa? Ja, hier ist alles komplett immer abgefackelt, wa? Aber wir haben hier nicht bloß Brandschäden, das ist richtige Sift drin in der ganzen Mauerwerk, das ist alles undicht. Ich hab gerade gesagt, wie hier die Decke runterkam. Hier geht's. Warte mal, lass mich mal bitte hoch drin.
Oh, das sieht. Oh, das. Alter! Hier auf der Seite auf jeden Fall, ja. Aber guck mal, da oben konntest du irgendwie die Bar. Aber guck mal, wie gebogen die sind, die. Warte mal, ich brauch mal die andere Taschenlampe. Ich sehe ja hier fast gar nichts. Die sind echt schlecht, das. Zack, Taschenlampe. Oh ja. Aber das Ding ist geil. Ohne Scheiß. Schöne alte Stufe. Hier hätte ich meine Kamera wieder mitnehmen müssen. Ey, ohne Scheiß. Oh, guck dir mal die Wendeltreppe an. Ach, das ist ja keine Treppe. Da haben sie da drunter geschubst, da hinten. Ey, guck dir das doch mal an. Oh, sieht doch noch alles schön süd aus. Hier hält auch noch. Krass. Weil, dass du da noch drunter stehst, obwohl es im zweiten oben hochgebrannt hat. Und so nass. Warum? Was soll da passieren? Das ist Stahl. Naja. Du stehst gerade auf Beton, weil du bist nicht alle Stahl. Ja, Stahlbeton. Boah, die sieht noch safe, die Klappe, ja. Also die sieht echt sicher aus, Digga. Können wir mal ausprobieren? Doch, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ganze Konstrukt hier sieht eigentlich noch ganz gut aus. Da hinten ist ein bisschen durchgebogen, klar durch die Hitze, das ist ja nicht schlimm. Da hinten steht ein Auto. Guck mal, hier ist sogar eine Holzkohle. Aber Dominik, bleib bitte nur auf Eisen, ja? Gucke, dass du keine Stahl, keine Betonplatten nimmst. Ja. Alter. Ich bin da schmerzfrei. Ja, fall mir nicht auf den Kopf. Oh ja, sieht aber ganz safe aus hier. Würde ich sagen. Ja, also solange wie du nur auf Stahl bleibst, passiert gar nichts. Du brauchst hier nicht auf Stahl bleiben. Ja, die Röhrenplatten hier, die sind mir so ein bisschen unsafe. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Welche passiert gar nicht. Stück für Stück zum Glück. Oh. Hey. Das sieht doch gut aus hier. Ja, wo ich da vielleicht nicht mehr so treten würde an deiner Stelle. Naja, deswegen will ich ja irgendwie nur am Rand bleiben, wo auch die Stahlträger sind. Ach, ganz ehrlich, das ist doch. Das ist doch geil hier. Jetzt mal gucken, wie ich mich hier festhalten kann. Der Stuhl. Ganz ehrlich, das sieht ja aus wie so eine alte Disco, wa? Ja. Naja, na, guck doch mal hier, ist alles komplett in Schwarz gehalten. Gut, das Ruß ist egal. Aber hier die komischen Decken, die komischen Platten, die hier dran hängen, hier, die Fließplatten. Oh. Hier hat er gekackt. Safety first is every first. Tja, hier war auch mal eine Treppe. Nein, ich bin so weit weg. Kann doch nicht sein. Aua. Lieber da rein. Sieht gut aus. Komm mal rüber. Aber da kannst du auch nur in den anderen Raum reingucken. Oha. Siehst du, das ist ja, was ich meine, Alter. Hier ist schon richtig Haares drin. Nee, kannst du vergessen, ich geh da nicht lang. Ich glaube, ich bin dafür zu schwer. Scheiße. Oh, meine Finger sind voll im Bild. Tut mir leid. So, dann versuchen wir mal irgendwie wieder runterzukommen. Wir müssen irgendwie zu den anderen kommen. Wisst ihr, das Schlimme ist eigentlich, mal hochkommen ist einfach. Aber runterkommen ist echt für den Arsch. Hör auf! Was hast du denn? Hör auf, das ist Stahlbeton. Ja, das hält nicht viel. Doch, Alter, ist das geil. Ich habe keine Hand frei, außer eine so ein bisschen so grob. Alter, wenn man das sehen. Dominik, willst du das mal filmen? Das sieht doch völlig schwul aus, oder? Ja. Guckt euch. Oh, der Witz, ey, guckt euch das an. Das ist so geil. Jetzt könntest du ihm von unten gleich einen Dildo in den Arsch schieben. Bestimmt ist die auch hier, die GoPro. Aber wisst ihr, was jetzt richtig assi ist? Jetzt ist der assi unten, hat die GoPro oben gelassen und jetzt muss ich mit alle Bilder drunter gehen. Aber ist nicht schlimm, bleib unten. Nö. Ach, guck mal. Das ist einfach bloß hier so abstützen. Ja, das ist ja mein Problem. Ich konnte nur nicht abstützen. Guck mal, ich brauch mich nicht mehr festhalten, Alter. Ich brauch mich nur ein bisschen abstützen hier. Nee, das kann ich nicht. Dann fliegt er. Zack und zack und jetzt sind wir unten. Haben wir geschafft. Boah, haha.
So. Oh nein! Das sind die Oma hat ihre grauen Haare verloren. Ja, ey, wirklich, ohne Scheiß, das sieht wirklich aus wie graue Haare, ne? Ja, ja. Die Hand an. Alter. Ich wollte gerade sagen, Alter, ohne Scheiß, das sieht aus wie so ein Vieh. Ja, oder? Alter, da hinten geht's auch noch weiter. Warte mal jetzt. Ah, nee, da geht's raus. Was ist denn da? Also, das sieht aus wie so. Oh, Alter, Jana! Mashallah, was ist los mit dir? Da bin ich gerade voll erschrocken. Aber ich bin auch doof. Alter, das ist das geil oder ist das geil? Das ist Krankheit. Anje. Upala. Aber war ja eine Bäckerei, war ja keine Fleischerei. Also von daher sägt das ja auch gar nicht so als kompliziert an. Boah, krass, ey. Da haben wir wieder. Boah, krass. Alter. Halt diese Kühe. Das kann sein, ja. Aber da kommt es doch schon runter, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, du gehst mir auch. Maschalom. Und da hättest du ein paar Euro zusammen. Ui! Aber das ist einer der saubersten Räume hier, wa? Ja, schon. Guck mal, selbst der Boden, der ist relativ sauber. Okay. Schutzbrille tragen. Oh, ja, ich hab meine Brille auf. Nein. Hallo? Was kann man im Keller? Tobek! Abo. Keller? Oder hoch? Nee, egal. Alter! Rudi, was ist da los? Also ich sag mal so, wenn was hier alles so oben drauf liegt, ist vielleicht nicht in. Oh, Alter, da geht aber oben. Oha. Alter! Oha. Erste, zweite, dritte Etage. Vor allen Dingen, die Räume sind ja auch hoch, ne? Ja. Oh, hier kommst du. Alter! Alter! Ey, geht doch mal, das sind alles Plexiglasplatten. Aber unterschiedliche Farben. Alter, ganz ehrlich, ich hätte doch mal früher als Jugendlicher einen Knast abgefroren, du. Hier war wahrscheinlich ein Bad. Okay. Okay. Ja. Kann ich schnappen? Ich hab das Mikrofon da hinten, also von daher. Ach so, ich dachte, machen wir Tür gleich hoch. Wo war das denn? Wo, was? Wo war das erste denn hier? Ach so, nö, ich würde mal hochgehen, weil mich interessiert jetzt gerade mal die Deckenhöhe. Ich glaube, nämlich der obere Bereich wird doch interessanter werden. Jetzt der untere Bereich. Aber hier können wir ja eh nicht so weit drin. Denke ich mir zumindest. Alter Schwede, Junge. Kick dir das doch mal an. Da oben kam die ganze Absusan da runter. Aber hier ist alles safe. Ja, halt ungesehen. Hä? Halt ungesehen. Da so geknackt und da bist du wieder gerückt aus dem Raum raus. Er war vorhin bei dem anderen Ding da oben. Ach, geht ja mal die Fenster an. Ganz ehrlich, hier müssen wir das nächste Mal ein Halloween Special drehen, Junge. Das ist hier richtig creepy. Das war auch ein ziemlich gefährliches Halloween Special, Alter. Das ist das Einzige, was gefährlich ist. Ja. Da hinten wartet mal ein Schacht oder was wartet? Wo? Da. Kann. Also das Einzige, was hier echt runtergekommen ist, ist eigentlich die Abhängung von der Decke. Boah, kick hier mal, was ist denn das für ein riesiges Fenster? Alter, hier den Sonnenuntergang filmen oder fotografieren als Timelapse, Alter, das ist bestimmt geil. Oh, das war ein großer Backofen mal. Oben, Alter. Oh, was ist denn das für eine Fett. Was ist denn das? Hä?
Weißt du, wie wir das rauskriegen? Wenn wir in eine Etage höher gehen. Definitiv. Also, das ist, was ich hier meine. Weil das ist hier bloß runtergekommen. Die ganze Scheiße hier, die Deckenkonstruktion ist das nur. Das ist alles, was hier rumliegt. Das ist alles. Oh. Was ist denn hier? Haben sie hier Öl ausgekippt? Altöl? Ja, ey, kick mal, Dominik. Das ist alles aus dem Rohr da oben rausgekommen. Das ist safe Altöl. Das riecht aber irgendwie komisch. Ich glaube nicht, dass das Altöl ist. Ich glaube, das ist so wie Triebeöl. Nee, wisst ihr, was das riecht? Warte mal. Ja. Das nach Rübenzucker riecht das. Das riecht nach Rübenzucker. Aber das hat sich mit dem Getriebealtöl vermischt. Nee, Rübenzucker wird auch braun, also schwarz. Echt? Ja. Oh, ja, alter Vater. Mitfahren verboten. Wollt ihr mitgucken? Natürlich wollen sie mitgucken. Mitfahren verboten. Okay, also Fahrstuhl ist definitiv da. Okay, ist schon mal. Wie kommt da zur Hölle ein Einkaufswagen rein? Naja, indem du irgendwelche Vollidioten hast. Du kennst die Stadt hier mittlerweile. Ja, ich weiß. Oh. Ich kenne die schon sehr gut, ich weiß schon sehr, sehr. Ich habe da auch schon ein paar Nächte übernachtet. Aber schon wirklich echt spektakulär, diese Teil, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Wo Alter weg zum Bauch. Du weißt, die Natur holt sich alles zurück. Ich frage bitte nicht. Ich wollte gerade sagen, ist das eine Schlange oder ist das was anderes? Ich weiß. Der schiebt überall danach. Ja, das ist. Ist halt Rübenzucker. Sirup. Rübensirup. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja meistens immer der Schisser von uns beiden. Aber ich fühle mich hier momentan sehr sicher, wa? Also, alles gut. Ich merke hier nicht knacken. Ich merke hier nicht schwanken. Gehen wir mal hoch. So, wir sind mal oben angekommen, was nun? Ja, gehen wir hier so hin. Achso, ja, aber hier geht es ein bisschen runter. Wo? 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 Okay. Du kommst rein und leuchtest direkt das Ding an. Wow. Oh, schön. Aber ist dir mal aufgefallen, jedes Mal, wenn wir hier in dieser Stadt sind und wir einen Lost Place machen und es wird dunkel, fängt es an zu regnen und es tropft in jedem Lost Place durch. Immer. Immer in dieser Stadt. Stehe ich nicht. Da wäre wieder Oma. Verstehe ich nicht. Oh, guck mal, da kommt sogar oben auf dem Dachboden raus. Gucken wir mal hier. Aber es sieht hier alles super aus. Also kann jetzt hier echt nicht meckern. Wow. Okay. Dann sollen wir mal gucken gehen, wa? Was ist denn das? Irgendeine Turbine. Hier ist irgendwie eine Turbine oder so was drin. Da links ist die Turbine. Ich wollte eigentlich da hinten gucken bei der Treppe, verfluchte Scheiße. Ich gehe hier mal weiter, obwohl ich da hinten gucken will. Weil ich wollte ja mal gucken, wegen diesem Sirup, wo der sozusagen produziert wird. Immer schön nach unten gucken. Und von da oben gucken. Oh, ich kicke. Der grüne Punkt. Geil. Alter, wann hab ich das letzte Mal so einen grünen Punkt gesehen? Ah, hier sind diese. Ja, siehst du hier? Das ist diese Förderschnecke. Okay. Ist da was drin? Was ist denn das? Ist das Mehl gewesen oder so was? Würde ich sagen, oder? Aber kann ja sein, wenn das eine Bäckerei gewesen ist, warum nicht? Siehst du, und hier sieht es alles so verklebt aus. Das könnte nämlich dieses Silo für diesen Sirup sein. Hier ist gar nichts drin, aber warte mal.
riecht ein bisschen danach. Oh, da drüben brennt Licht. Da müssen wir aufpassen. Ach, das ist Kaufland. Aber in den hier kommst du nicht. Der ist zu hier, wa? Ha. Ja, die sind beiden. Also der ist zu und der ist zu. Guten Tag. Aber ich kriege langsam Kopfschmerzen von diesem komischen Geruch, ne? Da ist irgendein Jutesack drin, ne? Was ist das denn? Ein Jutesack. Hier ist alles. Hier ist alles zu. Hallo? Wie, ist er offen? Ja, aber der ist offen. Eklig. Keine Ahnung, was das ist. Willst du nicht anfassen? Nee, also ich kann nicht, dass ich hier mit den Botten drin stehe. Das ist schon eine kleine spektakuläre Aktion. Also das finde ich eigentlich ja ganz niedlich. Ja, Truppen abgekriegt, ja, na klar. Ey, ich laufe auch immer da durch, nicht? Also ist ja egal. Jetzt war ich immer noch nicht. Oh. Also auf jeden Fall nicht ganz so schnell laufen, weil der Boden knackt ab und zu mal. Ja. Ja, das ist ja nicht schwer bei dir. Du bist mit deinen 50 Kilo, da wiegst du ja nichts. 55, Entschuldigung. Das sind schon, ja, okay, das sind die Wohlstandskilo. Ja, das sag ich ja, das nennt man nämlich Wohlstandskilo. Oh, guck mal, das ist schon wieder was Grünes. Oh. Romantisch. Oh, ja. Oh, wirklich. Wollen wir in Inge taufen? Was? Inge. Ja. Hallo, Inge finde ich gut. Hallo Inge. Moin Inge. Da war grad Licht. Ich hab was hier sehen. Ha! Ah! Guten Tag. Ja, hier musst du vielleicht ein bisschen aufpassen. Also ich mit meinen 90 Kilo, bei mir knackt das ab und zu mal. So, und weißt du, wo ich eigentlich die ganze Zeit hin wollte? Ich wollte die ganze Zeit immer noch zu dieser scheiß Leiter. Stimmt. Wir laufen nämlich hinten zu die Olmbass-Hängdinger hin und ich wollte eigentlich zur Leiter. Ich wollte nämlich gucken, wo die hingeht. Ach, da sind wir. Wir standen jetzt gegenüber. Ja, das sag ich ja. Die ganze Zeit habe ich dran gedacht. Oh. Hier hat einer ein paar auf der Nase gekriegt. Meine Brille ist das nicht. Alter, ja, das ist wirklich viel, Mann. Oha. Oh, oh. Ist das eine Holzleiter oder Metall? Metall. Oh. Oh, nicht mehr so geil, Metall. Nee, da geh ich auch nicht hoch. Wenn du hochgehst, willst du die GoPro mit. Lass mal Taschenlampen da. Was? Ja, gefähr. Ich weiß jetzt schon, wenn meine Freundin das sieht, flippt die wieder aus. Ja. Ich muss euch sagen, ja, die wippt immer mehr. Oh, leck mich, das ist mich jetzt hochgegangen. Ist ja scheiße. Ha? Langweilig. Ist bloß für den Fahrstuhlschacht. Fuck. So, einmal Applaus und einmal ein Like, ein Daumen hoch für Dominik, weil er sich da auch getraut hat. Und weil er so wagemutig ist, gibt's auch ein Abo. Was ist das? Schrauben. Plastik? Nein. Doch. Was? Ja, ist Plastik. Hä? Ist Gummi oder sowas. Ja. Da kommt auf jeden Fall ein Auto oder ein LKW oder sowas. Dann gehen wir jetzt mal langsam mal nach hinten gucken. Ich hab noch 26% übrigens. Vorher haben wir mal 28. Ja, irgendwie hält der Akku nicht wirklich. Powerbank. Album. Ja, ich hab's in der Tasche. Aber.
Bin nur gerade zu faul anzuschließen. Ich wollte gerade sagen, guck mal, das ist ein Leiter, kannst du auch sehen. Achso. Das frag ich mich auch gerade. Verpackung. Ach, guck mal, das sind diese für die Brote. Ja. Die Plastikverpackung von früher. Ja, und ihr wisst, wie lange diese Bäckerei schon nicht mehr existiert war. Ey, in Ordnung. Boah, ist weich. Kann man drauf pennen. Nur nass. Oh, hier muss aufpassen, das wird bestimmt glitschig und rutschig. Warte mal. Warte. Jetzt. Nee, ich wollte hier durchlaufen, ich krieg sonst wieder einen Tropfen nach dem anderen ab. Guck mal. Mach das mal clever. Ja, ich hab die Hände voll. Wie soll ich das machen? Oh, kick, Alter, diese Tür. Da geht's ja auch noch weiter, Junge. Was ist denn das? Das sieht gerade aus wie frisch aufgeschlagen. Arbeitsschutzkontrollbuch. Aha. Interessant. Oh, das war nur ein Office-Büro, würde ich sagen. Mit rotem Teppich. Warum gibt es in jedem Lost Place, was so ein bisschen größer und teurer ist, oder war teurer ist, teurer war, einen Raum, der einfach isoliert und irgendwas rotet hat? Kann mir das irgendjemand verraten? Ich habe ja eine Vermutung. Oh, Alter. Da ist er, der Lümmel. Nein. Okay. Echt? Der reißt schon wieder alles ab hier. Hey, was hab ich gemacht? Alter. Was geht das hier noch weiter? Du kommst in den Raum und dann gehst du in den nächsten Raum. Oh, komisch. Eis, Mann. Was, Eis? Gastronomie Service. Ah, okay. Ah, oh, ich kann kein Datum mehr lesen. Ich wollte gerade sagen, dreh mal um, vielleicht siehst du da was. 1991. Alter Vater. Beispieler. Okay, mein ganzen Teller hier drin gewesen, ne? Da haben sie alles schön zerdämmert hier. Gute Tasse. Omas gute Tasse. Die hält dir bei. Alter, kicke hier an, die ganzen Unterlagen. Das ist natürlich krass hier. VLB, Großbäckerei. 23.11.88. Monat Juni. Ich hab keine Ahnung. Aus dem Krebsmonster oder so. Ich weiß nicht, was die. 1623,74 €. Oh, Omas gute Tasse. Die ist. Da ist sie noch. Guck, die ist die Hand. Geil. Oh, hier ist ein alter Safe. Aber der ist leider schon offen. Hätte mich ja mal interessiert, was da drin war. Eine alte Fritteuse. Zünd den Knaller! Irre! Wo hast du denn? Nee, ist Kreide, wa? Ich wollte gerade sagen, das ist Kreide. Mann! Ich hab gedacht, ich hab ein bisschen Knallzeug gefunden hier, aber nö. Tischdecke, 5 Euro, wahrscheinlich 5 D-Mark. Oder Mark. Aschenbecher. Oh, guck mal hinter dir. Eine alte Blumenvase. Hinter dir. Genau hinter dir, unter deinem Arsch. Ach ja, was ist das? Da ist sie. Was ist denn die? Das ist die. Ist das? Helligkeit, Kontrast, Lautstärke. Nur wahrscheinlich von irgendeiner Anlage oder irgendwas. Eine Reglerscheibe. Hier sind nur Schaltpläne und so weiter, alles drum und dran. Oh! Das ist, jo.
Glück. Glück, dass ich nicht. Ich hab mich nur gerade wunderbar, warum nicht so viel mehr läuft. Okay, ist eine Durchreiche. Weißt du, was in den Dings drin lag? Was? In dem in dem Safe da. Stimmt, die Rezepte. Ich sag es dir. Da waren bestimmt die Rezepte drin. Die Brief und die View. Brauchen wir die Brille. Toastbrot, Scheiben, 6 Scheiben. Nur 6? Wollte ich gerade sagen, nur 6? Na okay, musst du mal nicht vergessen, früher war Toast anders, ne? Also Toast hat auch getoastet und gesättigt. Aber was ich interessant finde, pass mal auf, guck mal da hinten an der Wand. What the fuck, Alter? Was ist das? Maskenpflicht auf jeden Fall. Ja, schon war ich nicht schissen. Oh, guck mal hier, kennst du noch die alten Löffel hier? Oh, die sind übelst cool, Alter, zum Kakao nehmen oder so, die war geil gewesen. Ja, zum Portionieren sind die gut. Ja. Die will ich zwar jetzt nicht mehr zum Portionieren nehmen, aber ist okay. Ungern. Selbst wenn du den dreimal in den Spüle haust, würde ich trotzdem nicht mehr nehmen. Blitzknaller! Siehst du, hier haben sie doch Knaller gezündet. Ha! So, wir sind dann mal im Keller. Wir gucken mal hier ein bisschen im Keller. Ich mach mal ein bisschen Licht an. Ein bisschen gruselig aus. Ach, bist du schon ein großer Junge? Ja, ich komm mit. Okay. Guck mal hier. Oh, hier kommt eine kalte Luft. Ganz kalte Luft raus. Komplette Scheiben, Alter. Ach, das ist echte Glas, wa? Das ist kein Plexiglas. Nee, doch. Plexiglas, ne? Nee. Echtes Glas? Das ist richtiges Glas. Okay. Warum haben die hier echtes Glas zu liegen? Weißt du, was das kostet? Was ist das? Das ist nicht billig. Ach, das ist Furnierholz, ne? Ja. Furnierholz ist richtig teuer. Was ist denn das für eine komische rote Klappe da? Keine Ahnung. Kurva. Oh, wei. Ah, Kiegel, Heizungsanlage. Oh, es regnet. Danke. Zündet nicht nur den alten Boden. Was wir vorhin gesagt hatten, ne? Mhm. Eigentlich ist das nicht kaputt davon. Das ist ein Eiswürfel? Das ist eine tote Fledermaus da. Oh, krass, aber schön. Ist auf jeden Fall fest. Salzkristalle sind oder sowas. Wärmetechnik GmbH. Kapazität, bla bla bla. Baujahr 96. Guck mal, das ist eine Batterie für dich. Warte, ach da! Seid ja Salztabletten. Mhm. Für Wasserenthärtung. Das sieht nicht aus wie Salztabletten. Deswegen ist bestimmt die Fledermaus da drin auch gestorben. Alter, der hier war ja weit, du. Wie war das so mit halben Stunden drin? Ja. Okay. Naja, Bäckerei war. Ja, ja, das stimmt allerdings. Ne? Wir brauchen schon ein bisschen Hitze. Ja. Obwohl, die haben wir irgendwie im Fernwärmer so. Obwohl, oh, Dominik, Alter! Es ist, tut mir leid, er braucht eine Schippe. Hat eine Schippe? Mhm. Nö, ich will noch keinen vergraben. Okay. Okay, also hier ist schon mal gar nicht mehr drin. Alter, das ist aber eine fette Tür, ne? Ist ja schön breit. Was steht da drauf? Insektenkiller. Aha. Das wisst ihr, warum wahrscheinlich die Bäckerei pleite gegangen ist. Insektenbefall gehabt. Boah! Alter, Alter! Oh, jetzt aber gut gebrannt, du. Ja. Explosionsgefahr, Rauchen öffentliches und Feuer verboten. Cool. Alles klar, das machen wir mal die Kippen aus, ha? Ich würde mal sagen, hier hat sich irgendjemand nicht dran gehalten. Alter, das geht da hinten noch viel weiter, Dominik. Ja.
Nee, wir haben auch jetzt echt. Ja. Ich hab keine Lust mehr. Aber hier ist ganz schön abgebrannt, ey. Ja. Man muss so leider sagen, fühle mich ein bisschen unwohl. Oha. Ihr erwartet eine Kühlkammer oder eine Kammer vom Hausmeister? Wer ist da? Boah! Ich hab den ersten Magen im Kuh gehabt. Nicht rauchen. Nicht rauchen. Nee, jetzt nicht rauchen. Video an? Nee. Nee. Alter, der steht an dem Anhaltsschild. Explosionsgefahr, guck mal nach oben. Wo? Das ist ja alles Explosionsgefahr, rauche nicht. Ich hab oben. Da hinten steht an der Tür. So an der Tür. Alter, wenn wir in die Luft fliehen. Nicht benutzen. Achso, das ist der Fahrstuhl. Nee, ich hau da gar nicht hin. Na, was ist denn das denn? Das muss ein zweiter Fahrstuhl sein. Achso, das kann sein. Auf jeden Fall ist das ein Fahrstuhl. Das Grund ist irgendwie noch nicht so gut. Schlauch. Ich auch nicht so gut. Also, das sieht hier übelst weit, ne? Wo sind die anderen Bienen überhaupt? Auch Kühlräume, riesengroße Kühlräume, wo man so denkt, hä? Was macht der, Alter? Wo sind die anderen Bienen? Oh, ein Stock höher und ich glaube, Cat wollte nochmal Bilder machen. Aber das weiß ich nicht. Ich nochmal eins hier. Aber hier dieses Grund, das ist schon wieder so faszinierend, ne? Wo ich schon mal denke, warum? Du, ich halte mich immer meistens nur an Dominik. Aber Explosionsgefahr, Digga. Klar, Alter, ich bin da drauf und so. Kann schon gut möglich sein. Ist das früher hier unten dann? Hier liegt noch eine Matratze wieder. Hier hat wieder einer gepennt. Ich kann aber unbequem schlafen. Ja. Sieht wohl kaputt aus, der Thermometer. Kfz-Werkstatt. Verwaltung Nord. Tischler, Maler, Schlosser, Werkstatt, Elektrowerkstatt. Ja, haben sie immer alles komplett abgeklemmt, außer hier das Innenrohr und da hinten die Bienen. Aber da sind die Schieber offen. Ja, der Kfz-Werkstatt war ja vorne gewesen, wo wir reingekommen sind. Aber es gab halt noch mehr hier drin. Ja, ja. Ne, das ist so wie in dem Schlachthaus, da wo wir da damals waren. So, wo war der Verkaufsraum? Nur elektrische Gelder. Ich bin im Land. Wollte ich jetzt auch mal nicht wissen. Keine Ahnung, hast du halt mal. Nee, den Verkaufsraum haben wir noch nicht. War sie da ganz hinten? So. Da ganz hinten? Ja. Aber waren wir da hinten, Dominik, waren wir da schon? Nein. Das ist die Frage, wollen wir jetzt darüber oder darüber? Ja? Wollen wir jetzt darüber oder wollen wir jetzt darüber? Nee, egal. Okay. Was wird eher sein? Verkaufsraum. Ah, ich glaube, da wird es nicht mehr so interessant. Ja, ich würde gerne. Oh, Scheiße! Oh, Entschuldigung! Aber da waren wir doch hier gewesen, oder nicht? Da waren wir noch nicht. Da. Ich muss mal kurz gucken, wer da benannt ist. Na, willst du meine andere haben noch? Ich hab noch die Kleine bei. Ja, alles noch. Wenn nicht, du sollst nicht davor. Ja, ich hab ja nur zwei Taschenlampen bei, so ist es nicht. Nee, ich hab auch noch eine. Ja, hier sind auch schon wieder haufenweise Unterlagen, ne? Mini-Erdbeertorte. Mini-Zitronen. Überraschungstorte, 20, aber ist schon Euro. Oh, stimmt. Ist ja krass. Okay. Hier haben sie ja damals immer die Brötchen und die Brote drin, die packen die Dinger, ne? Aber hier hat es auch ordentliche Brote. Oh, guck mal! Mit Tortenschalen! Ja, cool. Ah. Naja, so viel Fantasie brauchst du gar nicht, dass du hier weißt, dass das ein Verkaufsraum ist. Jo. Was haben wir hier Schönes? Wow. Ah. Guten Tag. Explosionsgefahr. Hier ist so ein Rollwagen. Kann doch nicht schwer essen. Den sieht man nicht. Nö, ist leicht. Da sind wir ja hochgegangen, ne? Ja. Ja. Okay. Guck mal. Da waren wir noch nicht drin. Aber da ist ja auch Verkauf, wa? So wie es aussieht. Guck
guck mal, ob ich hoffentlich den leichteren Weg gehe. Oha. Oha. Da waren wir oben. Oh. Aha. What the fuck? Alter. Das sieht aus wie so eine Pferdestelle hier, ne? Ja. Rausleuchten. Guck mal, Tassen! Ja, die Omas Tasse! Oh. Ui, guck mal, hier ist ein. Ah, hier ist so ein Schnittbrett, wa? Ja. Also mal hinten. Nach Herzenslust essen und trinken. Le Buffet. Okay. Guck mal, das ist ein Schnittbrett. Mit Unterteller. Ach. Tasche mit Unterteller. Das ist doch mal Omas Tasse. Omas Tässchen. Koko. Mit Unterteller. Mini-Quark-Sahnensoße. Stück 70 Cent, sonst 7,50 Euro. Naja, gib mal, die haben früher schon beschissen. Ja, hier sind auch diese Verkaufstheken, aber die sind komplett abgebrannt. Ja, da will man wissen. Was der Bäcker zu gemacht hat. Ja, mein Lieblingsbrot gibt es nie mehr. Das waren so eine Verpackungsdinger, wa? Oder Bananenkisten. Ich kann das nicht entdecken. Was ist das hier? Popcorn! Ja, warum liegt hier ein Popcorn-Eimer? Hallo. Guten Tag. Da haben wir wohl noch richtig sauber. Oh ja. Alter. Da ist jemand durch die Wand gerannt. Da hast du ihn ja durch die Wand gerannt, würde ich sagen. Ja, wie gut, dass meine Taschenlampen wasserfest sind. Hier ist geil. Aber das, was ist denn das? War das mal ein Kühlraum oder war das vielleicht auch mal ein Backraum? Aber das ich würde eher sagen, es war ein Kühlraum, aber der ist. Behaupten. Der ist so ein bisschen auseinandergefallen. Hm. Anscheinend. Nicht mehr der Jüngste, würde ich sagen. Alter, Hauptsache, die haben erstmal hier so eine Inschussbegrenzungsfall rausgerissen. Alter. Hi. Hier sind auch wieder so eine komischen Zeichen irgendwie an der Wand dran gemalt. Weil echt, Alter, die Lektion läuft ja gefühlt 5 Stunden, Alter. Und der ist locker schon über eine Linie, wie man da ist. Ja, der kommt hin und. Dass wir hier schon eine Stunde sind. Oder über sogar. Ja, ich sag halt ja, hier sind auch schon wieder irgendwelche komischen Hieroglyphen an der Wand angezeichnet. Das ist so wie in den Krankenhaus letztens. Der macht dann den Kessel von dem Lack an den Kessel. Das sieht auch so richtig geil abgeblättert aus. Ja, ich hab schon gesagt, ich muss hier mit der Kamera nochmal herkommen, aber dann am Tage, wenn es ein bisschen heller ist. Dass das A nicht so auffällt und B, man vernünftige Fotos machen kann. Hey, ich bin wieder im Keller. Na, ist das nicht der andere Gang, den wir da vorhin gefunden hatten? Nein. Nee? Ich glaube, hier waren wir schon. Oh, hier, hier ist so eine Kühlkammer. Oh, die steht hier sogar einzeln in den Raum drin, dann kieke. Ja, oben die Tür aus. Tschüss, Emo. Tschüss. Bis nächstes Mal. Aha. Die Anzeige kann nicht mehr stimmen, Dubik. Alter, wenn die Tür nachher nicht mehr aufgegangen wäre, dann hätten wir Arschrad gehabt. Doch, der geht schon noch erzählen. Nee, ich hätte es eh nicht zugemacht.
Aber wenn ich so nicht vorgekriegt hätte, dann hätte ich einen Gaspartner. Jo, ich hab einen Autoschlüssel. Wollen wir nochmal runter gehen hier, oder was? Und jetzt halt so. Tja. So die letzten Punkte nochmal, siehst du? Licht an, Kamera, Action! Ach du Scheiße. Boah, hör auf jetzt, ey. Hä? Hä? Oh! Meine Fresse, wie groß ist denn die Scheiße hier? Überall gibt's die gefüllte Augen. Hier ist nochmal ein Fahrstuhl, das ist der andere, wa? Mitfahren verboten. Ach Mann. Nee, raus. Nee, geht nicht. Pralinen. Ey, krass, ne? Pralinen. Komplette Pralinenpackung. Willst du eine Praline? Hallo, mein Schatz, leider möchtest du eine Praline haben von mir. Das ist ja ein Käppi. Ja, ja, krass. Er hat einen selben Käppi da von Hof. Was? Lückensteller. Ah, okay. Ah, ja, ja, vom Logo. Naja, hier die Preise sind sogar noch Euro. Also sind sogar schon Euro. Das ist Euro-Umstellungsjahr. Nee, 2002. War 2001 so hoch? 2002 ist der Euro bei uns eingeführt worden. Da kann ich auch nicht reden. Das kleine Wunder ist ja bis 2000. Das Frühjahr ist für den Kühlraum und die auch mal nach oben verkauft haben, ist immer Rückzeit. Keine Ahnung. Hey, ja. Ja, wir sind ja schon wieder in der Kühlkammer hier irgendwie. Aber das ist mal ein richtiger Raum hier. Alter Vater. Guck mal, der Rollwagen ist ja. Aber ich staune, dass der noch nicht weggekommen ist. Der hätte manche einer hätte das Ding schon mitgenommen. So, Lieferbunker hast, perfekte Lager. Ja. Ah, jo, überall, Pickel, hier auch schon wieder das. Boah, das ist kein Kerl, Alter. Ja. Ah, okay, ist vorbei. Notruf! So Leute, wir verabscheuen uns jetzt hier mal aus dem Keller aus, weil genau. Der ist jetzt hier nicht mehr zu sehen. Wir waren jetzt bis zum Ende hin und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch und macht ein Abo und ihr wisst ja, Dominik ist extra die Leiter hochgegangen. Ansonsten links unten in der Videobeschreibung von den Jungs und Co. und Mädels. Ansonsten viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, ciao, ciao.